Hallo und herzliches Beileid. Hier ist mal wieder Undertaker bei einer weiteren Ausgabe von Leisure Suit Larry Wet Dreams Don't Dry. So, 25 Minutes oder dergleichen. Wir werden sehen, was wir sehen werden in nächster Zeit. Was haben wir getan? Alles Mögliche. Und zwar wirklich alles, alles, alles Mögliche. Wir haben diese komische Steckkarte, das Spielemodul für das Treasure Loot Terry gefunden nach einigen Süchen und extrem viele Details. So, und jetzt gehen wir da mal rein. Weil mich würde jetzt nämlich einiges interessieren, und zwar Was war nämlich. das denn für ein Erdbeben vorhin? Hat sich glatt so angehört, als käme es direkt von unter der Straße. Keine Ahnung, wovon du redest. War schon wieder ein Erdbeben? Meine prächtigste Jagdtrophäe hat es jedenfalls nicht überlebt. Gut so, gut so. Dann nehmen wir hier die Paddeln, wenn die zu nehmen sind. Schauen wir uns das einmal an. Jetzt bin ich mir sicher, dass er tot ist. Verlass nie das Haus ohne einen Elchkopf. Na, ist ja witzig. Ja, ist ja witzig. Gleich den ganzen Elchkopf hier kassiert. Okay. Na, mich stört es nicht. Ich muss jetzt einmal, ob wir wollen oder nicht, diesen Gang hier benutzen und zu der Tussi gehen. Weil ich mir nämlich nicht sicher bin, ob wir durch. Und geht gleich, ja. So, und mit der reden wir und fragen sie, ob sie eine Hochzeit vorbereiten möchte. Weil sie ist ja so eine Hochzeitsvorbereitungstante. Ja. Verdammt nochmal. Ich komme, um dich zu retten. Das ist ja wirklich sehr süß, aber bei mir ist nichts mehr zu retten. Wirst du nicht auf der Arbeit vermisst oder so? Ach, Süßer, ich bin Freelancer. Ich arbeite, wann es mir passt und mit wem es mir passt. Was genau machst du denn? Gurken schmuggeln? Das ist nur ein Hobby. Nein, Schätzchen, mein Geschäft ist die Liebe. Du arbeitest auch im Sexshop, wie diese fiese Oma? Ha, ich bitte dich, ich bin viel professioneller. Ah, du bist also eine Nutte. Ich nehme das mal als Kompliment. Aber nein, ich kümmere mich darum, dass Menschen zueinander finden. Jetzt weiß ich's. Du bist eine Puffmutter. Nein, ich verheirate Paare, du Banause. Ist dein Gehirn genauso eingestaubt wie dein Genitalbereich? Eine Drag Queen darf jemanden offiziell zu Mann und Frau ernennen? Und Frau, sowie Mann und Mann. Freiheit! Irre, dass das heutzutage geht? Länder, die bei Ehen so engstirnig denken, sind ganz schöne Scheißlöcher. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich komme später wieder. Gut, okay, das heißt für uns, wir sollten uns erstmal hier kümmern, dass der Typ sein Geschenk wieder bekommt. So, das heißt, was haben wir hier im Inventar liegen, was so super unglaublich neu ist? Ja, genau, der Ohne Elfkopf. Geweih sieht er auch nur aus wie ein misslungenes Pferd. Wie ein misslungenes Pferd, ja, ganz genau. Und wir werden jetzt Folgendes probieren, weil deswegen haben wir das Ding im Prinzip eingesteckt. Wir fahren jetzt hier zu super, gleich alles in einen aufwaschen, den Sexshop. Aber vorher quatschen wir mit dem. Das Geschenk war ein Ring, also. Ja, ich wollte ihm einen Antrag machen, aber du weißt ja, wie er sein kann. Bis später. Das Geschenk war ein Ring, also. Ja, ich wollte ihm einen Antrag machen, aber du weißt ja, wie er sein kann.
Hörst, verdammt noch eins. Bis später. Nimm diesen fucking Ring hier. Darf ja nicht wahr sein. So, ich muss da jetzt mal reinschauen. Das interessiert mich dann doch brennend. Und zwar möchte ich die Alte ein bisschen bescheißen und hoffen, dass sie durchs Monokel nicht so toll sieht, wenn wir den Einhornkopf gegen den Elchkopf auswechseln. Vielleicht könnte das die Alte täuschen, aber der Elchkopf sieht dem Einhornkopf noch nicht ähnlich genug. Ah, da brauchen wir noch quasi das Einhorn, aber da könnte man die Gurke nehmen. Hier. Ich weiß, wo das vorher war. Also, nein. Ach, bitte! Darf er nicht wahr sein? Ernsthaft, wie wär's denn mit der Fisting Hand? Das lässt sich nicht kombinieren. Das Zeug soll gesund sein, aber ich habe keinen Bedarf, das zu bestätigen. Das lässt sich nicht kombinieren. Einer reicht, sonst bekomme ich noch einen ab, der nach Wurst riecht. Einer reicht, sonst bekomme ich noch einen ab, der nach Wurst riecht. Na, nicht ernsthaft jetzt. Oder jetzt können wir uns da keinen zweiten Dildo nehmen. Das ist aber lustig. Das ist so lustig. So super. Kann man die Haare drauf geben? Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Oi, oi, oi. Das wird auch nicht funktionieren. Aber was macht man nicht? Das hilft mir nicht. Ja, dann weiß ich auch nicht, ja. Dann werden wir da jetzt raushatschen und. Den Kopf wieder zurückgeben. Hey, du kannst das Einhorn nicht einfach so mitnehmen, Jungchen. Erst bezahlen. Aber es ist sowieso unverkäuflich, weil ich sonst keine mehr davon habe. Okay, da. Was ist jetzt? Achso, ja, genau, wir wollten ja raus. Ja, das passt eh. So, da rein ins Gymcenter. Und. Hallo, Herr Fuengel. Viel Spaß beim Training. Danke. Jetzt gehen wir da rein. Jo, und dann werden wir den Typen den Ring geben. Ich meine, irgendeiner muss ja jetzt dann hier mal. Dick wollte dir einen Antrag machen. Du hast den Ring gefunden? Ja, am Pier. Ach, Dick war so romantisch. Und ich habe ihn beleidigt und sein Geschenk weggeworfen. Ich hab richtig Scheiße gebaut, Larry. Ich muss mich bei Dick entschuldigen. Aber ich kann ihm nicht einfach so unter die Augen treten. Wir hatten diese romantische Nacht mit einer Flasche Dom Pérignon. Wenn ich wieder so eine Flasche hätte, könnte ich mich bei Dick entschuldigen. Ja, sollst du haben. Nach links war die? Ja, hier. Das ist Dom Pérignon. Dicks und mein Lieblingschampagner. An diesen Fusel habe ich wunderbare Erinnerungen. Da gab es diese romantische Nacht mit Dick am Pier. Ich habe richtig Scheiße gebaut, Larry. Wenn ich nichts tue, verliere ich Dick für immer. Kannst du mir einen riesigen Gefallen tun, Larry? Es kommt. Oh Gott, was? Von Orgien habe ich erstmal.
Ich besorge dir nicht nochmal so ein ekliges Würstchen. Nein, du musst eine Hochzeit vorbereiten. Jetzt mache ich Dick einen Antrag und dann werden wir direkt heiraten. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Aber ich muss es versuchen. Am Pier gibt es diese Hochzeitskapelle. Der Priester ist aber seit einiger Zeit verschwunden. Kannst du ihn vielleicht suchen? Ich schreibe in der Zeit meine Hochzeitsrede. Okay, ich helfe dir. Aber diesmal musst du auch was für mich machen. Klar, was willst du? Wenn ich mich darum kümmere, gibst du mir bei Timber die Höchstpunktzahl? Okay, abgemacht. Ach so, besorge bitte auch noch einen Ring für Dick und stelle die Champagnerflasche bei der Hochzeitskapelle kühl. Und erzähle bitte Dick nichts davon. Es soll eine Überraschung sein. Geht klar. Sonst noch Wünsche, ich mein, jetzt an. Bleiben viel fit im Schritt und sonst auch. Jetzt geht's hier aber rund. Pass auf, was machen wir jetzt als erstes? In Dick soll man ja noch nichts sagen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal hergehen und in aller Ruhe zu dieser Location fahren. Fuck, das war jetzt sowas von falsch. Ich möchte nur eins machen, und zwar, bevor ich da jetzt dann hingehe, ich muss da nochmal retour. Und da rein. Und dann nach hinten. So. Und dann gücken wir und drücken wir die Paniktaste, weil die Panik ist da. Damit bin ich vorerst fertig. Fuck, ich wollte hier für den Champagner zum Kühl stellen, erstmal was besorgen, aber so wie es ausschaut, machen wir das erst morgen. Ha. Okay, also weg auf den Strip raus und nun fahren wir tatsächlich zu der Vergnügungsmeile hier unten ans Pier. So, also, jetzt werden wir da mal schön versuchen, ein bisschen was zu dekorieren. Und zwar... Das hält die Flasche schön kühl. Sehr gut. Hochzeitsaltar. Kerzen haben wir keine. Buchständer, was immer da drauf kommt. Hier kann man den Bund der Ehe eingehen. Äußerst romantisch. Okay. Ich habe mir gedacht, wir können da auch die Ringe hinschmeißen, weil ja dort vorher ein Ring gelegen hat. Aber kann man nicht machen. So, das heißt, wir gehen jetzt mal her und ab zur Left ist. Mitunter zur Left ist. Und werden mal schauen, ob wir die Dame jetzt dann überzeugen können, dass sie für uns die Hochzeitsplanung übernimmt. Bist du die Priesterin von der Hochzeitskapelle am Pier 69? Wer sonst, mein Lieber, wer sonst? Ich bin Trauzeuge und soll jemanden finden, der eine Ehezeremonie vollführen kann. Das klingt nach einem Job für Tuck R. Dale, Queen der Herzen, Rächerin der Erbenden und Drag-Ikone. Ich brauche etwas Zeit, um alles vorzubereiten, yep, und mich von meinem Daddy zu verabschieden. Bitte geh einfach! Ihn nehmen Abschiede immer sehr mit, wie du siehst. Wirklich? Geh einfach!
Tu mir einen Gefallen. Bereite schon mal meinen Altar am Pier vor. Hier sind die Schlüssel. Du musst nur das Buch der Liebe und die Kerzen hinstellen. Und Schätzchen, bitte die Kerzen auch anzünden. Sie symbolisieren das Feuer der Liebe. Ach, der alte Hochzeitsbogen könnte noch etwas aufgepeppt werden. Vielleicht mit Blumen. Willst du gar nicht wissen, wer heiratet? Schätzchen, ich bin von Kopf bis Fuß Entertainer. Ich improvisiere. Immer. Sobald das Hochzeitspaar bereit ist, treffen wir uns dort. Super Spaß. Eieiei, was haben wir da bekommen? Einen Schlüssel. Der Schlüssel für den Hochzeitsaltar am Pier 69. Jo. Dann also. Genau, raus. Nochmal raus. Und nochmal raus. Ein Unterrufen zum Pier 69. Damals sicher irgendwas wieder vergessen. So, wenn ich das richtig verstanden habe, sollen wir da erinnern das Buch der Liebe finden und Kerzen. Und mit Blumen sollen wir dekorieren. Mal schauen, was da drin ist. Okay, so wie Tuck gesagt hat. Das Buch der Liebe, Kerzen und eine komische Fernbedienung, die aussieht wie ein Bär. Passt. Die ist bestimmt für den gruseligen Animatronikbären, der die Hochzeitsmusik spielt. Typisch Tuck. Allerdings waren hier keine Blumen für den Hochzeitsbogen. Macht nix, die haben wir ja. So, pass mal auf. Wir nehmen die Kerzen. Jetzt nur noch anzünden. Genau, das wird die Schwierigkeit. Buch auf dem Buchständer. Check. Das Buch der Liebe ist am richtigen Platz. Dann nehmen wir die Blumen. Tuck hatte recht. So sieht er viel besser aus. So. Und das sollte es dann so im Großen und Ganzen gewesen sein. Kann man mal den Stöpsel hätte man versuchen können als Einhorn. Fuck, warum bin ich da vorher nicht drauf gekommen? Und jetzt probieren wir mal den mit dem. Erst während der Hochzeit. Gut. Aber nachdem wir den Elchkopf ja sowieso einstecken haben, nehmen wir jetzt mal hier diese super tolle Schachfigur. Das hilft mir nicht. Das lässt sich nicht kombinieren. Schade. So. Die Frage ist jetzt, wie zünden wir das an? Wie bringen wir unsere Kerzen? Wir halten hier ein Kettensägenbenzin. Dass ich die ganze Zeit im Prinzip aber hier rein leeren wollte, nämlich da rein. Das hilft mir nicht. Was er eh nicht macht. Okay, passt. So, und jetzt bräuchte man irgendwoher so ein Feuerzeug oder dergleichen. Regenbogenhaarverlängerung. Das hilft mir nicht. Nicht zum Zotteln geeignet.
Das lässt sich nicht kombinieren. Das ist gut so, wie es ist. Der Typ, der raucht ja. Vielleicht hat er ein Feuer. Haben wir nicht ein Feuerzeug auch mal einstecken gehabt? Sind sie immer noch hinter dir her? Ich weiß genau, dass sie mir auf den Fersen sind. Illuminaten? Vegetarische Reptiloiden. Ach, die. Bis später. Nein, vielleicht später. Die Teile habe ich schon als Kind gehasst. Verflucht, das Ding klemmt. Das Teil müsste mal geschmiert werden. Sehe ich da einen Puck? Für immer was. Für was auch immer, dass man den braucht hier. Abgefüllte Haarverlängerung, bla bla bla, Grünkohl, Wassermelone, zerbrochener Handspiegel, Kühlhaltegerät, bla bla bla, Dings, Bleichmittel, Proteinpulver, bla 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 bla, müsste mal geschmiert werden, flutschiger Pömpel. Mit Gleitgel kenne ich mich eben aus. Schubsen bringt nichts. Ich muss schon mit dem Hammer zuschlagen. Nein, vielleicht später. Die Teile habe ich schon als Kind gehasst. Warum eigentlich Lukas? Warum nicht? Nein, vielleicht später. Die Teile habe ich schon als Kind gehasst. Uiuiuiui, die werden wir dann irgendwann einmal bei dieser Kraftbiene da hinten brauchen. Nur bei dieser Kraftbiene, da stehen wir ja auch im Moment ein bisschen an, wie man diesen Sack bewegen kann. So, wohin? Wie sieht der nächste Schritt aus? Da sind wir. Ich entschließe mich mal für da. Ich möchte aber was ausprobieren, weil ich gerade über den Sack geredet habe. Ich meine, ich spreche hier über 7 verschiedene Sachen. Hallo, Herr Fuengel. Viel Spaß beim Training. So, also rein da. Und jetzt werden wir mal versuchen. Nur ein Presslufthammer würde das Ding zerlegen. Da haben wir es ja. Und genau den haben wir auch einstecken, diesen Presslufthammer, der das Ding auch zerlegen würde. Und zwar, wo ist er? Ich könnte mir die Maschine in den Anzug stecken und mit ihr zuschlagen. Das Ding hat so viel Rammkraft, dass es den Boxsack pulverisieren würde. Allerdings würden dabei alle sehen, dass es keine Faust ist, die zuschlägt. Okay. Und somit nehmen wir hier das und kombinieren es mit dem. Ja, die passt drauf. Und schlussendlich benutzen wir jetzt dann diese gelungene Kombination. Jetzt kommt Mecha Suit Larry. Yeah, baby. Wow, ich muss zugeben, das hätte ich nicht erwartet. Man sollte mich eben nie unterschätzen. Also, haben wir ein Date? Puh, also, ehrlich gesagt war ich schon sehr lange nicht mehr auf einem Date und weiß gar nicht mehr, wie so etwas geht. Hey, wie wäre es, wenn du mir bei meinem Fitnessplan hilfst und im Gegenzug zeige ich dir, wie man mich datet? Das klingt ehrlich gesagt ziemlich fantastisch.
Ich habe Lust, mich mal wieder richtig gehen zu lassen. Achtung, nächste Trainingseinheit beginnt jetzt. Oh mein Gott, ich muss laufen gehen. Mein Trainingsplan. Es tut mir leid, aber ich kann dieses Training nicht skippen. Eine Frau in meinem Alter muss immer an sich arbeiten. Findest du nicht, ich sollte lieber an dir arbeiten? Wie alt bist du überhaupt? Höchstens 26. Larry, du bist ein schlechter Komiker. Ich bin 35. Ich habe nur noch wenige gute Jahre vor mir. Wieso? Bist du krank? Bei meinem Ernährungsplan? Niemals. Das kann ich mir außerdem nicht erlauben. Alle hier im Gym erwarten, dass ich ein Vorbild bin. Und wenn ich in der Fitness-Community was hermachen will, darf kein unnötiges Gramm Fett an mir sein. Und das wird jedes Jahr schwerer. Sorry, aber ich muss los, bevor ich meinen Ruhepuls erreiche. Komm zur Vergnügungsmeile auf dem Pier. Dann sehen wir weiter. Moment. Unser Date. Und tschüssi. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Hier wäre so ein Spitz für dieses komische Einhorn, aber leider können wir das nicht. Hat meine Faust schon genug schmecken müssen. Leider Gottes können wir das nicht nehmen. Das ist natürlich eine bittere, bittere, bittere Pille. Ich sag danke fürs Zusehen, Leute. Der Part hat mal wieder ein Ende. Das ist echt unglaublich, wie schnell hier die Zeit vergeht. Jo, im nächsten Part machen wir weiter. Beinhart, irgendwann werden wir unser Date mit der hübschen Blonden schon erreichen. Und an unseren Timberpunkten sind wir stetig am Arbeiten, ne? Das heißt, hier die Fitnesslehrerin, die sehen wir am Pier wieder. Ja, das ist schon mal ein netter Ansatz und dort werden wir dann natürlich auch hin. Ich danke fürs Zusehen, brav bleiben, dranbleiben. Tschüss, ciao, baba.